Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen On-the-Course-Video, diesmal beim Golfclub Oberzwieselau im schönen, ich sag mal, Ostbayern. Und wenn ich allein schon hier ja, das 9. Grün sehe oder 18. Grün, bin mir nicht ganz sicher, dann freue ich mich tatsächlich auf die kommenden 18 Loch bei diesem wunderschönen, herrlichen Septembermorgen. Wir haben strahlend blauen Himmel, es ist noch ein bisschen frisch, aber die Sonne hat schon Power. Und ich bin schon mal sehr gespannt, wie alles so ausschaut. Es startet mit einem langen Par 5, ein bisschen bergab, ein bisschen bergauf. Aber tatsächlich, ich habe mir ja, ein paar neue Bälle besorgt. Bin mal gespannt, ob die alle für die Runde ausreichen. Aber wenn ich mich so ein bisschen umschaue, man hat wirklich ja, wunderbare Panoramablicke. Man hat ein hervorragendes, schönes Clubhaus, was ein altes Schloss darstellt. Und ich bin gespannt, was uns beide die nächsten kommenden Löcher so erwarten wird. Schau dir das mal an. Ich bin erst an Loch 4 und es ist nicht das erste Mal, dass ich so einen Abschlag habe und so eine Aussicht habe. Man sieht es nicht ganz im Hintergrund, da es ein bisschen hell ist und somit die Kamera die Berge ein bisschen versteckt. Aber da im Hintergrund beim Weißen sieht man noch ein paar Berge. Man sieht hier wunderbar das breite, schöne Fairway. Da hinten irgendwo ist das Grün und so geht es irgendwie schon die ganze Zeit. Ich bin noch richtig außer Puste, denn als Flachland-Indianer bin ich es nicht gewohnt, so viel hoch und runter zu laufen. Aber auch der Golfclub Oberzwieselau, ein wirklich sehr schöner Golfplatz, wo man wirklich sagen kann, es geht schön hoch, es geht schön runter. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich bin auf die nächsten 13 Löcher gespannt und ja, genieße die Aussicht. Ich tue es auf jeden Fall. Loch 6, Par 5. Es geht einfach ein bisschen vom Abschlag her hoch und dann auf einmal blinder Shot. Man weiß tatsächlich gar nicht so genau, wie man den Platz gar nicht kennt, wo man überhaupt hinspielen muss. Und wenn ich mir dann überlege, dass hier oben die Fahne steckt, vorne dran ein breites, großes Wasserhindernis und ich irgendwo mit meinem Ball dort unten liege mit dem zweiten, bin ich doch wirklich happy, ein kleineres Eisen gewählt zu haben. Denn es ist wirklich ein bisschen tricky bei manchen Grüns hier im Golfclub. Oberzwieselau, dass man immer nicht so ganz genau weiß, wo ist das nächste Hindernis, was muss man überwinden und am besten welchen Schläger nimmt man noch wirklich drüber zu kommen. Macht wirklich sehr viel Spaß, der Golfplatz, sehr viel ja, Schläge, die man einfach ja, üben muss, weil es eben immer wieder runter geht, man immer wieder hoch steht am Hang und ja, macht definitiv sehr, sehr, sehr viel Spaß und genau solche Löcher, wo es einfach so versteckte Hindernisse gibt, wo es einfach so ein bisschen tricky ist, das macht doch Golfen aus, oder? Thank you.
stehe hier auf Grün Nummer 11 und was mir immer wieder aufgefallen ist hier beim Golfclub, ist tatsächlich, dass sehr viele alte Mauern einfach am Rand des Fairways sind und auch vor dem Grün. Du hast es auch vorhin bei den anderen Löchern ein bisschen gesehen, dass einfach so Mauern hier entlang laufen. Ich weiß nicht, ob die extra angelegt wurden für den Golfclub, ob es die schon länger gibt, aber per se ist es eine sehr lustige Sache, denn man kann die Mauer teilweise sogar als ja, Barriere benutzen, dass man einfach ein Eisen mehr nimmt, um auf jeden Fall aufs Grün zu kommen. Wenn er dran knallt, landet er auf jeden Fall auf dem Grün. Und wenn man dann immer wieder diese Aussicht hat, hinten die Berge auf einem wunderschönen Grün, ganz ehrlich, was will man mehr? So macht Golfen auf jeden Fall verdammt viel Spaß. Hier in diesem wunderschönen Par 4 ist mir jetzt das erste Mal im Leben etwas passiert, was mir tatsächlich noch nie passiert ist. Ja, irgendwie war dann doch das Dogleg, der Knick zu kurz und meine beiden Bälle, die ich gespielt hatte, also der erste und der provisorische, sind beide hinter mir, ja, ins Aus geflogen. Ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass ich einen Ball quasi zu weit gedrived habe, denn ein wirklicher Longhitter bin ich nicht. Aber manchmal sollte man vielleicht ja, vor dem Schlag lasern und nicht erst danach, um zu wissen, wie weit überhaupt was entfernt ist. Und ja, das heißt nun, dritter Ball und hoffentlich bleibt der im Spiel. Hier an der 17 und wenn man jetzt so ein bisschen den Hintergrund betrachtet, ist ein ganz normaler Woodland-Kurs und wenn wir uns ein bisschen drehen, wir gucken quasi auf die 18, sehen wir hier hinten eine kleine Burg, sehen wunderbare Fairways hier, sehen nochmal das Schloss im Hintergrund hier irgendwo, du wirst es schon sehen und ich muss wirklich sagen, also der Golfclub Oberzwieselau macht verdammt viel Spaß, ist wirklich abwechslungsreich, ich freue mich wirklich schon drauf, wenn ich gleich noch die 18 runterspiele. Und ja, was soll ich dazu sagen? Greenkeeper, ihr macht wirklich einen verdammt guten Job und macht definitiv Spaß, hier eine Runde zu spielen. Kann ich dir nur empfehlen. Und jetzt spiele ich noch die letzten beiden Löcher zu Ende. Und ja, dann kommt mein Fazit.
hier beim Golfclub Oberzwieselau, glaube ich, bin ich auch im Auenland gelandet. Denn hier hinten, ich glaube, hier hinten wohnt der kleine Frodo und wartet nur drauf, bis Gandalf ihn wiederum abholt. So machen ein paar Fünf Spaß, wenn man wirklich mit dem zweiten, wie hier im Hintergrund zu sehen, da haben wir es irgendwo, mit dem zweiten kurz vor dem Grün liegt. Und ja, jetzt habe ich eine Eagle-Chance, bin mal gespannt, ob ich wenigstens die Birdie-Chance verwandle. Und dann geht's auf die 18. Ich freue mich wirklich schon drauf. Leider den Eagle-Putt zu kurz gelassen, den Birdie-Putt 2 Zentimeter daneben. Aber ein paar auf ein paar Fünf ist immer noch hervorragend. Und weiter geht's. Loch 18 ist erreicht und ich muss wirklich sagen, es ist genauso schön, wie ich mir es vorgestellt habe. Wir haben hier hinten ein großes Wasserhindernis. Wir haben hier auf der anderen Seite den kleinen Gefechtsturm, wie auch immer man es nennen möchte. Und hier hinten im Hintergrund sieht man direkt das Clubhaus mit erhöhtem Grün vorne dran. Ja, was soll ich sagen? Macht verdammt viel Spaß, hier Golf zu spielen. Die 18 Loch beim Golfclub Oberzwieselsau sind nun gespielt und die beiden letzten Bahnen waren wirklich für mich so die zwei Highlight-Bahnen, die man hier hat. Denn wenn du im Hintergrund mal schaust, sie laufen parallel, mitten quasi durch den Wald, sehr breit. Man hat aber auch ein Wasserhindernis, wie man hier hinten sehen kann. Man hat wie hier das große erhöhte 18. Grün direkt vor dem Herrschaftssitz. Und ja, man kann wirklich sagen, der Golfclub macht verdammt viel Spaß, bietet sehr viel abwechslungsreiche Schläge. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist eben auch die Flora und die Fauna des Golfclub Oberzwieselsau. Denn man hat hier wirklich sehr viele Farben, man hat hier sehr viele Bäume, sehr viele Pflanzen, aber auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Tiere. Das heißt Libellen, Käfer, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Man hat Grillen, man hat Frösche in den Wasserhindernissen. Und wenn dir sowas auch gefällt, komm auf jeden Fall mal vorbei beim Golfclub Oberzwieselsau. Ich kann es wirklich nur empfehlen, denn der Golfclub hier hat wirklich sehr, sehr viel, ja, ich nenne es mal Ups and Downs, ist ein bisschen onduliert. Nicht nur die Grüns, sondern auch vor allen Dingen die Fairways. Wenn du weißt, wo du hinschlagen musst, ist es gut. Wenn du nicht weißt, wo du hinschlagen musst, ist es meistens einfach mal draufhauen, schauen, was draus wird. Aber macht verdammt viel Spaß, hier die Bälle zu schlagen. Und genau das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Es geht hoch, es geht runter. Und man spürt es nach den 18 Loch, dass man noch 18 Loch gegangen ist. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gern deinen Daumen nach oben da. Abonniere auch gern den MyGolfBlog YouTube-Kanal. Freue dich auf die nächsten Videos. Ich mache es auf jeden Fall. Bis dahin und ciao, ciao.